Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wenn ihr das Video eben davor gesehen habt, wir sind gerade bei Ghostwire Tokyo. Ich habe gerade Gameplay aufgenommen, so etwas über eine halbe Stunde im Qualitätsmodus. Mit Raytracing und maximal 30 FPS. Jetzt wollte ich High Frames machen, also den HFR-Modus. Performance könnte ich ohne machen 60, aber wir haben ja jetzt Qualitätsmodus gemacht. Jetzt wollte ich den High Frames Modus machen und da habe ich festgestellt, hier ist Qualität und Performance. Und dann haben wir noch hier mit V-Sync. Also, warte, so. Also, wir haben, also das ist ja, wir haben Qualitätsmodus, wir haben Performance Modus. Und da steht ja dann, Qualitätsmodus ist mit 30 und der Performance-Modus halt mit 60. Dann haben wir den HFR mit unbegrenzten Frameraten, also FPS. Der kommt hier im Qualitätsmodus, der ja eigentlich nur mit 30 FPS ist, aber jetzt unbegrenzt irgendwie, keine Ahnung. Und Performance ist mit 60, dann halt jetzt mehr. Dann mit V-Sync. Qualität und Performance. Und dann sind wir wieder am Anfang. Das ist abnormal. Deswegen machen wir jetzt einfach mal. Weil ich habe das jetzt alles so eingestellt, hohe Bitrate und dass ich bis 60 FPS machen kann. Weil mehr geht bei meiner Capture-Karte nicht. Wir machen jetzt einfach mal. So, den HFR-Qualitätsmodus und dann gehen wir vom HFR-Qualitäts in den HFR-Performance-Modus und mal gucken, ob wir da Unterschiede feststellen. Wir werden jetzt einfach mal alle für eine gewisse Zeit alle Modi jetzt durchtesten. Er läuft immer noch flüssig. Ich lang, ich will aber hier lang. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo was versteckt. An die von hier komme ich ja. Also ich merke keine Unterschiede. So, wenn wir den nächsten Modus nehmen. Renne jetzt einfach mal mit dem Modus hier so ein bisschen rum. Ich kann mir auch nicht anzeigen lassen, wie viele Frames ich hier gerade habe. Also das geht irgendwie nicht. Wie? Haken ist weg, weil vorhin hat er hier bei der Tür ja die Grafik so ein bisschen kurzzeitig gehakt. Das ist jetzt nicht. Okay, also. Fühlt es ein bisschen langsamer irgendwie. Jetzt nehmen wir. Und mit dem werden wir dann auch zocken. Dann nehmen wir natürlich gleich den besten mit. Was ist das denn nochmal mit V-Sync oder so war das? Ach Quatsch. Dahin. Mit V-Sync, ja. Aber da steht auch hier nichts zu erklären zu V-Sync. Nur das High-Frame-Rate. Modus mit unbegrenzter Framerate und grafischer Optimierung. Eine höhere. Was?
die eine höhere Framerate ermöglicht. Aber dann ist denn jetzt, wenn wir eine höhere Framerate haben, der HFR-Modus Qualitätsmodus dann immer noch auf 30 FPS begrenzt? Oder hat er mehr? Oh, falscher Knopf. Ist ein bisschen verwirrend. Sind alle wieder da. Geister nicht. Mal gucken. Keine Menschenseele. Also ich merke bis jetzt noch nicht wirklich einen Unterschied zwischen Qualität und Performance. Sind die alle einfach verschwunden? Sieht so aus. Und wenn ihr Plan aufgeht, ist vermutlich auch die Kommunikation zur Außenwelt abgeschnitten. Verfolgst du diesen Kerl schon lange? Ja, hat mich aber nicht vor dem Tod bewahrt. Genug geredet, wir müssen los. Unser erster Halt ist Jugendsaka. Ich gieße mir nur schnell was ein, dann geht's so gleich los. Und wieder ist es leicht Regen oder die Straße flackert so ein bisschen. Nee, dann würde es eine Pfütze ja auch sein. Seht ihr das? Dass die Straße ein bisschen flackert? Hier, wo ich jetzt mit meinem weißen Punkt bin. Wartet mal, ich muss mal. Ich stelle noch mal runter. Ich muss das noch mal sehen. Wir müssen das mal überprüfen hier. Nee, da ist es nicht. Ja, doch ein bisschen, aber nicht so krass. So, dann gucken wir noch mal mit dem Performance-Modus. Da ist es dann schon wieder krasser. Seht ihr das? Um die Pfützen rum und so. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt.
Ja, da ist es immer noch. Wenn ich jetzt High Performance Qualität ansage. Minimal. Ah, da oben, hier seht ihr, da. Da müsst ihr hingucken. Immer noch so ein bisschen. Steh nicht so doof rum. Na los. Da ist wieder mehr. So, jetzt versuchen wir nochmal mit dem normalen Qualitätsmodus. Bewegung. Moment mal kurz. Ich denke nach. Okay. Ja, seht ihr hier, ist das Rauschen wieder. Jetzt kommt Regen. Jetzt fällt es nicht auf. Der Nebel schon wieder. Oder die Grafik war schon auf Regen, obwohl noch nicht geregnet hat. Was ist nur mit diesem Nebel? Du musst da schnell weg. Beeilung! Ist das? Finden wir es raus. Wen haben wir denn da? Sie sind uns im Weg. Schalte sie aus. Ach, jetzt habe ich den Nebel vertrieben. Gut, wir können die Tore immer noch reinigen. Hey, wirf mal einen Blick in den Schrein. Also kam der Nebel aus diesem Tori? Die nehmen wir mit. Das war's, gehen wir weiter. Was zur Hölle ist das? Oh.
auf! Warum bellt er? Da drüben. Halten wir sie auf. Es ist Zeit, sie zu retten. Diese Wesen haben mehr als genug Schaden angerichtet. Geister verwandelt haben. Vielleicht können wir ihnen helfen. Hol mal eines dieser Katashiro raus. Sie wurden eingesogen. Das hat dann wohl geklappt. Jetzt zu Schritt 2. Halt mal Ausschau nach einer Telefonzelle. Was? Die gibt es noch? Jetzt mach's einfach. Was ist das? Ist jetzt nicht wichtig. Geh weiter. Weit gegangen. Ist das eine Katze? Genau genommen ein Yokai. Ist wohl rausgekommen, als alle verschwunden sind. Hier kann man Katashiro kaufen. Je mehr wir holen, desto einfacher wird es, Seelen zu retten. Wofür wir das wohl gebrauchen könnten? Hier gibt's die ungewöhnlichsten Sachen. Wer hat schon ständig Gurken dabei? Oh, hier gibt's Engine. Die sind lecker. Irgendwie kaufe ich ständig solche Sachen. Ja, wir kommen ja mit den Seelenfangen noch bis jetzt super hin. Wer weiß, wofür das gut ist. Die wollen uns bestimmt ködern. So nach dem Motto, hier, ruft das, dann kannst du, hast gerade so ausreichend. Dann kannst du Seelen schneller fangen oder was weiß ich. Und in Wirklichkeit müssten wir sowas hier irgendwas davon kaufen, um den Hund, den wir gesehen haben, zu füttern, damit er uns zu irgendwelchen Geistern führt oder was weiß ich. Gib bloß nicht alles aus. Ja, ja. Tadakatte.
muss hier raus. Ich habe eine Telefonzelle gefunden. Was das wohl ist? Maske. Okay, was jetzt? Nimm den Hörer ab, ich erledige den Rest. Was zum... Ed hat die gebaut. Halt mal das Katashiro ran. Verwandeln sich wieder in ihr altes Ich zurück, wenn wir sie freilassen. Was ist das für ein Teil? Ah. Der wieder. Du. Ein vergebliches Unterfangen. Nur ich allein kann diese Seele retten. Jetzt hör zur Seite. Du bist kein Retter. Komm schon, wir müssen raus und so vielen Geistern wie möglich helfen. Okay, zurück zu unserer kleinen Tour. Nächster Halt, Yugenzaka. Wir müssen in den zweiten Stock. Ach, wir sind richtig. Nur vorher gucken, wenn nicht, dass hier irgendwo noch was versteckt ist. Geld oder... Oh, hier. Kann ich gebrauchen. Und ist dieser Ed noch irgendwo am Leben? Sollte er zumindest sein. Aber hier läuft eh nichts nach Plan. Woher soll ich wissen, was der treibt? Sterben kann, wenn ich hier runterfalle? Ich muss aber irgendwie auch zu den... Oh, das sind noch Geister. Also ich muss ja irgendwie auf die anderen Seite aufkommen. Erstmal den Eingang freiräumen.
Was ist da drin? Siehst du das? Rein mit dir. Cool. Da wird der Touchpad mal wenigstens benutzt. Wo sind wir hier? Ach, da ist mein Gott. Stufe 3. Wow. Ist das deine Geheimzentrale? Sei nicht albern. Das ist ein Versteck. Alles auf dieser Karte liegt innerhalb der Barriere. Und du hast ja gesehen, was passiert. Jeder, der den Nebel darin berührt, verschwindet. Eine Barriere? Aha. Heißt das, alle in Shibuya sind weg? Tja, 50 bis 100.000 dürften bis jetzt verschwunden sein. Vermutlich mehr. Oha. Das kann doch nicht sein! Die Opferzahl macht mir im Moment weniger Sorgen. Das Wichtigste ist, dass deine Schwester und unser Mann irgendwo hier drin sind. Wo nur? Im Video sieht es vielleicht. Hey, ist das dein Buch? Kappas faszinieren mich, seit ich als Kind eins gesehen habe. Echt? Dann warst du schon immer so eigen. Das hier ist Nahrung von der anderen Seite. Theoretisch ist das für uns essbar. Aber probier's erstmal. Das Zeug haut mehr rein als alles, was du kennst. Oh, was ist das? Das sind meine alten Aufzeichnungen. Verlier sie nicht. Könnten nützlich sein. Aber echt. Meldest du dich freiwillig? Auf keinen Fall. Uiuiuiui. Jetzt kriegen wir Waffen. Gefällt er dir? Verdien dich. Wo hast du den her? In meinem alten Job hatte ich gewisse Connections. Wer zur Hölle bist du? Sagen wir einfach, ich war einer von Japans Wachhunden. Aber ich habe mit Streunern rumgehangen. Tja, was immer du bist. Ein anständiger Bürger bist du auf keinen Fall. Wer sind die?
Wir waren mal Freunde. Die Betonung liegt auf Waren. Unser maskierter Freund hier schreckt nicht vom Töten zurück. Hätten wir auch nicht tun sollen. Dann habt ihr also zusammen gegen diesen Kerl gekämpft? Das ist garantiert der unter dem... Alles klar. Jetzt haben wir eine Waffe. Zeit zu gehen. Das ganze Gebäude zerstören. Finde eine Möglichkeit, die Barriere niederzureißen. Los! Ein Barrierenstein. Zerschlag ihn! Es muss noch mehr geben. Such weiter! Irgendwo auf dieser Etage muss noch so ein Stein sein. Los. Durch die Barriere entstehen Interferenzen mit der Unterwelt. Wenn wir nichts unternehmen, sind wir so gut wie erledigt. Schieße mit einem Pfeiler. Ziel anvisieren und loslassen. Gut. Durch Bewegung! Wir müssen noch mehr Steine finden. Such weiter. Hier geht's hoch. Mein Bild kenne ich doch irgendwo, ja. Nee. Los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Was zum? Er muss hier sein. Find, das ist der Kerl. Zerstör ihn! Geschafft. Darauf hätte ich verzichten können. Sieh raus.
aus. Wer auch immer uns reingelegt hat, ist noch hier. Die Barriere ist verschwunden. Dieser Plagegeist muss doch in der Nähe sein. Sieh unten nach. Du hast mich erschreckt. Ist da jemand? Nein, aber... Du siehst sie auch, oder? Okay, hör mir zu und tu, was ich dir sage. Ihm haben wir wohl die Barriere zu verdanken. Los, hinterher. Nicht da lang. Geh zurück und folge der Seelenspur. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Was ist das? Verdammnis. Nutze meine Kraft und untersuche sie, wie vorhin. Ich sehe was. Das ist der Kern der Verdammnis. Zerstör ihn! Scheint, als hätte die Verdammnis sie gefangen gehabt. In der Stadt muss es einige dieser Geister geben. Weiter geht's. Da war eine Katze. Die Spur endet hier. Vielleicht hat er uns bemerkt und ist geflohen. Naja, wenn das so ist, sollten wir einen kleinen Umweg nehmen. Nicht weit von hier gibt es einen großen Schrein. Vielleicht finden wir dort ja was Nützliches. Sehen wir ihn uns an. Ich bezweifle, dass uns das weiterbringt. Das werden wir dann sehen. Immerhin habe ich deinen Bogen in einem Schrein gefunden. Wohl eher gestohlen. Eigentum ist immer Diebstahl, Kleiner. Eigentum ist immer Diebstahl. Wohl sein Besitzer ist. Sieh dich mal um. Hier gibt's nichts aufzuklären.
spüre irgendwas in der Nähe. Was denn? Eine Art gebündelte Energie. Hier komme ich nicht weiter. Uaha. Sammeln. Hier gibt es sogar Pfeile, die machen es einem aber auch wirklich einfach. Du besitzt 10 Stück. Was hat der Odin nur gerufen? Ach, desto mehr kann ich gleichzeitig tragen. Ja, dann nehmen wir das einmal mit. Und die Pfeile nehmen wir. Was das jetzt? Komm, wir gehen. Wo war denn hier eine Telefonzelle? Hier. Ich habe nur so ein bisschen. Fühl mir, als wenn ich hier schon stundenlang durch die rumrenne. War das eine Aufzeichnung? Ja, Ed kann nicht gut mit Leuten. Sonst hätte ich ja noch welche gekauft. Ach so.
wir die schneller rauskriegen. Schon mal besser. Praktisch. Aber jetzt erstmal speichern. So. Also es sieht aus, als wenn das Wasser hier... Ja, am Rand verstehe ich es ja, aber... Da sind die Wolken über uns. Ne, sind keine Wolken. Jetzt kommt wieder Regen. Jetzt sieht schon geil aus, aber... Teilweise hier. Aber es ist im Qualitätsmodus nicht so schlimm wie im FPS-Modus. Also da fand ich den Rauschen auf der Straße ja grausam. Also das war jetzt nicht gut. Aber so finde ich, macht das einen ordentlichen Eindruck. Sieht optisch gut aus. Ist jetzt ein bisschen verwirrt noch. Wir müssen noch viel aufklären und so. Aber es macht Spaß. Also, mir jedenfalls. Dann sollte es soweit auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Vielleicht spielen wir das ja auch mal im Stream. Auf Twitch müssen wir mal gucken. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.